Ja, mach deine scheiß Rolle, du Kuh! Was ist dein Problem? Der Raum gefällt mir gar nicht. Wie man das Echo total hört. Da hinten geht's auch weiter, ist da Wasser wieder? Oh, natürlich. Was ist eigentlich hier? Da ist ein Hebel. Da kann ich irgendwas öffnen. Ich guck mich ein bisschen herum, genau. Ich gucke erstmal ein wenig herum. Die Plattform ist mir vorhin schon aufgefallen, sowie die gegenüber. Warum ist sie da? Kann man irgendwo... Ich glaube, da hinten ist Feuer, kann es sein, weil da hin und wieder Licht erscheint. Was war das denn gerade? Ne, die sind scheint nur so da, aber ich guck dennoch hier nochmal rauf, falls hier irgendwas liegen sollte. Ich kann den nicht aktivieren. Sag bitte jetzt bloß nicht, da muss er ins Wasser rein, damit ich ihn aktivieren kann. Ja. Ui. Toll. Meeting. Im Wasser sehe ich keine Gegner. Da hinten ist ein Hebel. Ich mach gleich, meine Nase kitzelt nur. Oh. Hier ist doch irgendwas faul, Alter. Das ist hier... meiner Meinung nach ein bisschen zu einfach. Ich geh mal hier mittig. Und es sieht nicht aus, als würde das hier auch... Oder geht es auch hier in die Mitte? Nee, es erreicht nicht die Mitte, oder? Man kann immer das Risiko eingehen. Und für was war jetzt das andere gut? Gefällt die Musik nicht. Ich war noch nicht richtig draußen, aber okay. Ich
Ich hab nur das da unten gesehen. Und allein schon wegen der Musik hab ich mir. Es wäre richtig asozial, wenn jetzt irgendwas von oben hier runter gekommen wäre. Toll, es geht wieder hoch hinaus. Aber das ist die einzige Plattform, wo ich raufgehen kann. Hä? Ich bin mal ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht, ob jetzt schon alles hier eingestürzt ist oder doch. Ach, da hier ist doch eine Plattform. Das ist da vom weit. Von der anderen Seite nicht so aus. Okay, dann geht's hier weiter. Hier kann ich klettern, wie ich sehe. Ich bin jetzt hier ganz oben. Und gegenüber kann sie auch rückwärts springen? In der Tat. Ich meine. Okay, dann weiß ich jetzt auch Bescheid. Die können rückwärts springen. Oder war es damals auch im Folge 1? Das Trainingslevel? Also das Tutorial? Wo? Okay, ich weiß Bescheid. Hätte ich das gewusst, dass das hier einfacher ist, dann hätte ich das noch nicht gespeichert. Aber man kann es ja vorher nie riechen. Ich hoffe, ich muss darüber. Aber wahrscheinlich kommt auch irgendwas Asoziales. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich hab Hunger. Das einzige Positive ist jetzt hier beim Hochklettern. Unter mir ist Wasser. Außer höchstens zwei Plattformen, aber ansonsten ist unter mir Wasser. Das heißt, die Chance runterzufallen und zu sterben ist gering erstmal. Je nachdem, welche Position man hat. Wenn ich natürlich irgendwo dahin springe jetzt und runterfliege, dann ist die Geschichte wahrscheinlich. Ja, definitiv. Ist da eine Schlange? Hey, wie soll ich denn jetzt so rüberkommen? Oder geht. Nee, ein einfacher Sprung geht nicht, oder? Ich glaube, da sind einige Knochen zu Bruch gegangen. Gut, da ich weiß, dass hier erstmal alles einfach ist, kann ich ja erstmal in Ruhe weitermachen.
Also, ich werde also jetzt nochmal hier einen Cut machen, damit ihr euch den ganzen Mist ersparen müsst. Dann bis gleich. Supergeiler Cut! Da sind wir wieder. Das hat jetzt nur 3, 4 Minuten gedauert. Also ich muss doch mit einem Anlauf darüber. Ich denke mal nicht, dass ich von hier bis da noch drüben hinkomme. Nee, ich glaube schon, dass ich hier einen Anlauf von hier bis dahin machen muss und dann dahin. Wo diese, glaube, ist eine Schlange immer noch hingehen muss. Es ist ein bisschen schwer abzuschätzen. Aber sie kann ja auch einen Rückwärts, nicht einen Rückwärtssprung, das kann sie natürlich auch, aber einfach einen Schritt nach hinten machen. Ist ja dann dieselbe Länge. Für einen Anlauf. Oh, hast du ein Glück gehabt, Mädchen? Und sie ist gerade nicht gesprungen. Wieso hat man eigentlich die Falle im Wasser? Oder ist da nach ganz oben noch eine Falle? Mit den komischen Giftfallen. Pfeilen. Fallen. Okay, die Falle ist ja wirklich Gift. Also, die hat Gift. Zumindest die Pfeilen. Jetzt wollte ich schon wieder Fallen sagen. Was mir bei Tomb Raider 3 ein bisschen noch fehlt, ist irgendwie ein bisschen die Action und die Spannung. Ich meine, hier, es kommen zwar mehr Gegner und mehr Fallen und so alles vor und es ist schwieriger, weil man nicht speichern kann. Aber dennoch, es fehlt mir ein bisschen die Action, meiner Meinung nach. Ich schaff sie doch auch nicht. Ich schaff mal gerade mal von da, von hier rauf hier auf die Platte, aber. Keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe, aber es hat funktioniert. Ich dachte, jetzt knallt sie entweder dagegen oder sie fliegt jetzt hier zu weit. Da unten, da ist ja auch noch was. Ach so. Hä? Entweder einer davon hat ein Geheimnis oder ich muss da vorher irgendwas aktivieren, um weiterzukommen. Da kann ich speichern.
kannst gerne verrecken. Und ich wusste doch, dass es eine Schlange ist. Was für eine fiese Schlange, Alter. Wie komme ich da aber jetzt da nach unten? Also jetzt dahin. Kann man da klettern? Es sieht ein bisschen danach so aus, oder? Ich kann es ja mal kurz ausprobieren. Nein, ich komme in der Tat nicht runter. Mein Verdacht ist, da ist ein Geheimnis. Oder ich komme da wieder raus. Könnte auch möglich sein. Dass es hier weitergeht und es gefällt mir hier gar nicht. Und dann da ist wieder so ein Steinbrocken. Was ist das denn? Hä, wie soll ich denn jetzt hier raufkommen? Oder doch mit einem ganz normalen Sprung? Aber sterbe ich nicht dann da unten? Könnte knapp werden. Ne, wenn ich nicht so blöde fliege, dann lande ich ins Wasser. Ja, wie noch ganz schnell nicht gekommen! Das rede ich andauernd von dir, Mädchen! Nicht stehen bleiben, rennen! Schalte doch mal ein mit deiner Erbsenhirn ein! Es hätte hier nicht was Weltbewegendes hier. Die Stelle. Trotzdem ist es scheiße, dass ich jetzt wieder den ganzen Scheiß von vorne machen darf. Also jetzt nicht indirekt jetzt das Level, sondern einfach da, wo ich zum Schluss gespeichert habe. Weil sie hier wieder mal nichts auf die Reihe kriegt. Es war auch schon irgendwie klar, dass man... dass wieder so ein hässlicher Scheiß kommt. So, wo ist jetzt der zweite hässliche Affe? Komm raus. Ich möchte dir eine Kugel in den Arsch schieben. Boah. Ich frage mich, ob die Macher hier Frauen war, weil zu viele Steinbrocken kamen, also weil es eine Kugel waren. Stehen die auf Bälle oder was? Entschuldigung. Nee, aber es ist schon häufig auffällig, dass zurzeit sehr viele Fallen gibt. Hin und wieder mal ist okay, aber es sind gerade jetzt zu viele. Okay, ich befinde mich jetzt auch in einem Tempel. Trotzdem sind es viel zu viele Fallen, die hier eingebaut haben. Meiner Meinung nach. Irgendwann ist auch meine Geduld am Ende.
Also wenn ich jetzt einmal wieder sterben sollte, also wenn ich jetzt nicht an den Speicherkristall schaffe, dann mach ich mal, dann mache ich eine Spielpause. Ja. Yeah. Fick dich.